ein bisschen drauf zugehen. Das brauchst du noch was? Nee, nee, super, danke. Also wichtig, vielen Dank. 1993 habe ich so schon angefangen. Also nee, mit nee, der nee, nee, 94 im März. Musste wie für 124. Musst sicher? Ab wann? Ab wann? Ja, Josef, dann hey, hier. Michael Bayer, Pressesprecher. Wir sind hier in Eitorf-Merten. Hier wurde am gestrigen Sonntag, am Sonntagvormittag, von Zeugen eine männliche Leiche gefunden. Wir haben entsprechend hier Spurensuche betrieben. Aufgrund der Auffindesituation ist der Verdacht eines Tötungsdeliktes nicht ausgeschlossen. Deswegen ermittelt hier jetzt eine Mordkommission in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft. Der Leichnam bzw. die Identität der Leiche steht noch nicht fest. Derzeit läuft die gerichtsmedizinische Untersuchung und wir erhoffen uns davon, eventuell im Laufe des Tages Näheres zu der Identität des Leichnams sagen zu können. Können Sie noch was sagen, wer die gefunden hat und vielleicht auch wo ungefähr? Ja, das war also am gestrigen Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr hat eine Zeugin entsprechend den Leichnam gefunden. Der genaue Auffinderort ist hier unweit des Bahnhofes in Eitorf-Merten auf einem Zubringer zum Siegsteig. Können Sie was zu der Leiche sagen? Also kann man schon eventuell schätzen, wie lange die schon ungefähr da liegt oder sowas in der Richtung? Ja, dazu können wir aufgrund der frühen Ermittlungen noch keine Angaben machen.